Hallo und moin, ich bin Frieda von Personal Sports aus Göttingen. In diesem Video heute soll es ums Feiern gehen. Ja, ums Feiern und zwar in gleich doppelter Hinsicht. Seht selbst. Viel Spaß. So, zwischenzeitlich habe ich mich etwas umgezogen, Flaschen befüllt. Nicht nur eine, sondern zwei. Ordentlich Proviant bereitgestellt, dass ich gleich mir eine Trikotstange packen werde. Denn es geht heute auf große Fahrt. Das Wochenende ist eigentlich ein Göttinger Radsport-Festwochenende, nämlich mit dem sehenswert Ölle-Prolog und schließlich der Tour d'Energie. Dieses Jahr, ja leider nein, geht nicht, aber irgendwas geht doch immer. Und zwar, wenn schon nicht schnell, dann dafür lang. Deswegen die Idee, heute wird alles beides doppelt gefahren. Schauen wir mal, wie das wird. Kurzer Zwischenstand von unterwegs. Die zweite Runde hat begonnen. Jetzt gerade ist hier die Ortsdurchfahrt Deiderode. Eigentlich der erste scharfe Berg bei der Langstrecke. Nun ist es hier also der dritte, nein, Entschuldigung, der vierte. Wir sind ja schon einmal rum. Mein Radl und ich. Ja, weiter geht's. 4 Stunden Fahrzeit nach einem schönen Auftakt auf der Prologstrecke. Und jetzt wird es vielleicht irgendwann auch langsam etwas zäher. Nun, von Luft und Liebe alleine kann auch keiner leben. Also kurzer Stopp bei Tante Aral. Mahlzeit. So, es ist geschafft, das Double in Sachen Sehenswert-Ölle-Prolog unter die Räder genommen und auch die Tunnel-Energie-Strecke 2020 ist unter die Räder gekommen. Ich bin zum Glück nicht ganz unter die Räder gekommen, habe einiges an Energie gelassen, einen tollen Tag hier verbracht und nun hocke ich hier zu Boden gegangen, quasi auf dem Zielstrich der Tunnel-Energie. Wir sehen uns im nächsten Jahr hier hoffentlich wieder, dann mit deutlich mehreren und jetzt kommt ja gerade ein Bus eingefahren, wie passend. Es ist nicht der Besenwagen, nein. Ich freue mich, euch hier wiederzusehen und so eine Aktion ist übrigens zum Nachmachen durchaus geeignet. Also, selber machen ist Trumpf. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Impuls geben und auch bald wieder. Tschüss. Bevor ich jetzt in die Dusche springe, noch ein kurzer Nachtrag für alle, die sich mit Zahlen ein bisschen beschäftigen möchten. Die Fahrdauer waren 7 Stunden 24 netto, 208 Kilometer knapp, in einem knapp 28er Schnitt. Höhenmeter circa, die habe ich jetzt nicht gemessen, müssten so ungefähr bei 2500 Höhenmeter liegen. Hier von dem Getränk gingen heute 4 Liter durch, davon 3 Liter Wasser, 1 Liter Fanta. Gegessen habe ich 2 Müsliriegel, ein Gel, 2 Laugenstangen, eine Quarktasche, 2 Snickers, was war es noch? Es war noch was Leckeres, komme gerade nicht drauf. Ach ja, eine Beefy Roll oder Roll mit Teig drum, sonst nichts, viel Luft geatmet, keine Ahnung wie viel Liter, viel Sonne getankt und da wird morgen und in den nächsten Tagen bestimmt auch noch einiges nachgetankt werden. Nicht an Sonne, sondern eher an Energie, da bin ich mir sicher. Also auf die Erholung. Jetzt war es das aber. Tschüss.